Jo, Freunde, willkommen zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga, Folge 6. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Folge 6 ist. Letzte Folge haben wir gegen Darth Maul gekämpft und ihn auch gekillt. Mehr oder weniger. Also, jetzt in so vielen kleinen Teilen zerhackt, deswegen ist es auch ein bisschen unrealistisch, weil er ist so klein zerhackt. Wie soll es dann mit Clone Wars funktionieren? Aber egal. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier gleich bei der Schlacht von Naboo dabei. Und sollen diese Dinge hier einsammeln, genau. Oder? War es nicht irgendwie so? Ja, genau. Hier ist eine blaue Münze, die können wir auch mitnehmen. Ich habe immer noch Corona, ich bin immer noch krank, deswegen wundert euch nicht, dass meine Stimme so komisch klingt. Genau. Und ich manchmal husten muss, wobei ich versuche, das gut fernzuhalten, weil ich glaube, Husten wird halt ein bisschen echt triggern, so bei YouTube-Videos, deswegen. Ich frage mich ja auch, wie schafft das der nicht umfällt beim Ziehen? Soll ich einfach. Jetzt? Ah, okay, gut. Das hätte mir auch früher einleuchten können. Gut. Hier haben wir auch noch welche. Perfekt. Ja, habe ich wieder gut hinbekommen. Ist da hinten ein Gegner? Guck mal unten links auf die Minimap. Aha. Ist das ein Gegner? Oh, war vielleicht stumm. Aber egal, wir holen uns. Oh. Ich würde sagen, wir holen uns dort hinten diesen blauen Stein. Apropos blauen Stein, ich habe auch mein vorletztes Video war auch eins, wie ich daran verzweifelt bin, so einen Stein einzusammeln. Könnt ihr euch gerne angucken, war ein bisschen funny. Okay. Ne, ich habe legit keine Ahnung, wie ich diesen wie ich schaffen soll, dass der sich dorthin hängt. Also, Real Talk. Jungs, dort hinten ist so ein Stein. Ah, da oben ist sogar von der Handelsföderation so die Blockade. Damals war es einfach in Lego Games. Die haben sich automatisch festgehalten. Nö, keine Ahnung. Dann. Ah, oder? Sollen wir damit irgendwas anstellen? Oh, ne. Jetzt ist eh kaputt. Ja, Jungs, Real Talk. Ich habe euch gezeigt, wo es ist. Ich habe keine Ahnung, wie man sich da festhalten soll. Wenn es jemand von euch weiß, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach hier direkt in der Story weiter. Wo ist die Tür? Hier. Ah, nee, mir fehlen noch 6. Okay. Dann weiß ich sogar, glaube ich, wo die sind. Müssen wir wieder zurückgehen. Hier. Durch. Ja, hier durch. Und da vorne, genau, hier sind noch welche. Ja, hier sind sogar noch sehr viele. Perfekt. Okay, und dann können wir hier einfach weitergehen. Genau. Dann schenke ich mir noch währenddessen auf entspannt ein bisschen was von meinem Pfirsich-Essig ein. Perfekt. Okay, wir sind bereit für den Kampf. Zeit für wohlverdiente Pause. Tja, diese müssen los. Auf in den Kampf. So geil. Gut, dann gehen wir in den Kampf. Schutzschild sofort aktivieren. Angst machen. Okay, Jungs. Ich würde sagen, wir starten direkt hier rein. Aussetzen und gehen hier vor. So, genau. Wir gehen zum nächsten, hier hinten. Kann ich das kaputt machen?
Nee, okay. Den hier hinter, sammeln den noch ein. Hallo? Bro? So. Okay. Und da kommen schon ein paar Druiden durch. Ach so, so funktioniert das. Das sind irgendwie so eine Art Speeder. Und dann werfen die einfach nur die Druiden ab. Und schießen nicht damit, okay. Verstehe schon. Irgendwie nicht so der Sinn der Sache, aber naja. Ich hab so schlechtes Aim mit Charger. Es gibt so viele unnötige Charakter. Also Charger ist zum Beispiel auch so unnötig eigentlich. Weil, imagine, man spielt den in ja, einfach nach der Story. So, hä? Warum? Oder halt zumindest, wenn man ihn eigentlich nicht bräuchte, warum spielt man ihn dann? So. Gehen wir einfach noch die ganzen Idioten. Ja, klappt super, ich weiß. Ja, der hat gesessen. Okay. Wo sind noch welche? Oh, das ist eine blaue Münze. Nehme ich gerne. Oh, ich habe so wenig Münzen erst eingesammelt. Ja, egal. In meinen Let's Plays gehe ich eh nicht auf Münzen, also auf Vara Jedi, weil es wäre halt mies langweilig, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen kaputt boxe, dann Münzen dadurch bekommen. So, ich glaube. Ist einfach für euch auch angenehmer. Ich sehe immer wieder Kommentare so, dass ihr gerne seht, dass ich einfach so Let's Plays mache und sowas zum Zocken dann euch anschaut, mein Let's Plays. Finde ich auch nice. Habe ich das gerade einfach kaputt gemacht und wieder aufgebaut und dann Münzen bekommen? Auch sehr interessant. Ja, okay, Digga, er zerstört halt einfach das Ding. Ja, stark. Ah, okay. Ziehen. Ah, okay. Ah, und jetzt kann ich bauen. Ja, bauen wir es auf. So. Ja, es sind ja nur ein paar Druiden. Okay. Also man muss 60 Druiden zerstören. Und die Panzer. Ich finde, sieht irgendwie so satisfying aus, wenn einfach so viele Druiden dann weggehen. So, dann schießen wir auch dahin. Noch hier auf den Tank. So. Wie viele brauchen wir noch? 3. Da hätten wir dann, glaube ich, sogar noch ein paar Druiden mitgenommen. Ja. Ein Tank noch. Ist einfach schön Druiden. Bam, 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 bam. Ja. Das müssen sie eigentlich schon alle tot sein. Ah, okay. Ich habe irgendwie voll wenig Druiden nur mit diesem Ball. Naja. Achso, kann ich noch weiter schießen? Ja, gut. Okay. Ja, freies Spiel. Gar nicht mal so wenig Münzen eigentlich. Okay. Ja.
keine Minikits, ist mir schon was. Alles gut. Ich kann ja mal nach der Story, wenn ich damit irgendwann mal durch bin, vielleicht so Videos machen, ja, alle Minikits holen oder sowas. Also, wenn ihr Bock hättet. Warum ist mein Aim gerade so schlecht? In diesen Blöcken sind immer diese blauen Steine, die man braucht für diese Fähigkeiten-Upgrades. Da. Gucken, wo wäre der Multiplikator? Es gibt ja so einen Steine-Multiplikator. Wo ist denn der? Ah, es gibt auch Jedi. Wow, okay. Das müssen wir uns mal ganz kurz reinziehen. Die Wucht der Macht. Angriffe durch Gegenstände, die mit Hilfe der Macht geworfen werden, nicht mehr schaden. Ah. Erfolgreiche Konter werden stärker und fügen nahen Feinden Schaden zu. Glück Dreieck, wenn Ausrufezeichen zu sehen ist, um einen Angriff zu kontern. So, das sind einfach die normalen Kräfte, also die normalen, ich sag mal, ja, keine Ahnung, Kräfte, Features, die irgendwelche jetzt hier Jedis oder so haben, kann man auch verbessern. Okay, schnell bauen, Konter, Gesundheit, Sammelgegenstände anzeigen, Schiff verbessern, Steinchen anziehen, ich glaube, das sind die Multiplikatoren. Steinchen, ausgerüstete Entfernung, ah nee, aber das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Mehr Gesundheit. Ich habe legit keine Ahnung, wo man die holen kann. Aber wenn es euch interessiert, kann ich einfach mal nachgucken. Ich habe eh noch einen Freund, der die sich eh geholt hat, die Multiplikatoren. Kann ich ihn auch einfach fragen. So, aber ich würde sagen, allgemein können wir es auch hier. Das habe ich schon. Ah, das kann man nochmal verbessern, okay. Kann ich auch hier einfach das hier kaufen? Nee, ich muss schon hier, glaube ich, schlicht den Weg. Ah, da muss alles kaufen, okay. So, kann ich den auch kaufen, ja. Ah, ich habe keinen... Okay, ich habe keine blauen Würfel mehr. Wo sind wir jetzt eigentlich hingeflogen? Oh boy. Wo sind die Missionen? Ah, da hinten. So weit sind wir ja gar nicht weg. Eigentlich ist die Mission ja genau hier, wo ich bin, aber keine Ahnung. Sieht aber schon geil aus, irgendwie. So. Gehen wir einfach mal hier rein in die Mission. Let's go. Perfekt. Ich glaube, wir sind dann auch eh bald mit Episode 1 durch. Die Dinger schießen wir ab. Am Anfang, als ich die Mission hier gespielt habe, hatte ich noch gar keine Ahnung, was man hier eigentlich alles abschießen soll. So, holen wir die auch alle. Ist eigentlich voll dummes, weil links steht es da, weil ich war so gefesselt vom Gameplay, dass ich gar nicht geblickt habe, dass da links so alles da steht. So, das holen wir auch noch. Davon brauchen wir auch nur noch drei, okay. Ah, okay, da ist gerade ein Geschütz. Irgendwie ist die Steuerung voll wack, aber irgendwie ist sie auch nicht so... Ah, doch, doch, ich... Oh. Okay. Okay. Aber besser als im Battlefront 2 Spieler. Okay. Drei von denen hier. Zwei noch von denen. Ah, nee. Keine Ahnung, warum ich nochmal auf die dann schießen sollte. Ich glaube, der Rest, den wir bräuchten, ist hier unten irgendwo. Ah ja, genau. So.
Halten wir sie unter Beschuss. Wo ist noch einer? Da. Und dann haben wir die auch. Und jetzt einfach auf Raumschiffe gehen. Es dürfte nicht allzu schwierig werden. Will ich hier irgendwo welche finden? Ich werde versuchen zu rollen. Das ist ein guter Trick. So, wo sind die? Ja, da vorne ist schon direkt einer. Nice. Was für ein Schuss. Ich habe ja viel HP. Oh nein. Wo sehe ich? Ah, da. Okay. Ja, ich fand es aber damals ein bisschen übersichtlicher, dass man seine HPs mit Herzen gesehen hat. Fand ich irgendwie ein bisschen nicer, keine Ahnung. Ich hoffe, ich mache das richtig. Das. Warum bekommt das Kontrollschiff Damage, wenn ich irgendwelche Raumschiffe abschieße, lol? Okay. Let's go. Man auch ein bisschen. Ich versuche ja zu stoppen. An alle Jäger, die es in die Kampfstation schaffen, schießt auf alle Energiekerne, die ihr findet. Wiederhole. Alle Energiekerne. Ich glaube, man kriegt ein Mini-Kit, wenn man alle von diesen hier Transportern und so abschießt, auf die ich schon geschossen habe. Gut, dann machen wir es mal. Ja, jetzt tun wir hier einfach auf die ganzen Blüten und so schießen. Ist aber echt entspannt eigentlich. Einfach ein bisschen rübersprayen. Mehr muss man da auch nicht machen. Sollen noch ein paar Greedikas ein. Genau, Energiekerne ein bisschen abschießen. Den hier auch einfach mal noch mitnehmen für die Münzen. Schiff der Droiden wurde zerstört. Sieht. Die Knickknack kaputt. Ah. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Yippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Immer zu zweit. Sie sind ein Meister und ein Schüler. Und das war mein Let's Play zu Episode 1. Damit sind wir einfach komplett durch mit der ersten Episode. Genau. Also, genau wie Portland. Okay. Ah, ach so. Dort. Okay. Ah, wir sind sogar Vader Jedi geworden. Stark. Keine Ahnung, was eigentlich diese Herausforderungen sind, um ehrlich zu sein. Aber die haben wir auch abgeschlossen. Ja, Minikits haben... Ah doch, haben wir eigentlich auch ein paar abgestaubt. Nice. Ja, genau. Das war's zu diesen. Ich sag mal, ein Neuntel des Let's Plays haben wir mehr oder weniger schon abgeschlossen. Wir sehen uns dann zu Episode 2 wieder. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Bis dahin, euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns und... Ciao.